Und damit jetzt auf die Berliner Fanmeile, die in einer Dreiviertelstunde eröffnet. Carsten Behrendt ist für uns dort. Carsten, da sehen wir dich. Nee, da sehen wir schon Annika Zimmermann in Moskau, die sich gerade noch vorbereitet. Den Sportblock machen wir gleich. Ich frage jetzt mal, ob die Verbindung zu Carsten Behrendt steht. Da sehen wir ihn. Carsten, in einer Dreiviertelstunde geht's los. Wir sehen, die Monitore bei dir im Hintergrund werden noch vorbereitet. Wie schaut's? Ja, wir sind jetzt mal am hinteren Ende der Fanmeile. Wir stehen ja sonst immer genau am Brandenburger Tor. Jetzt sind wir etwas weiter hinten angekommen. Hier steht nämlich eine besondere Attraktion. Und zwar ist das das ganz große Riesenrad. Und mit dem werden wir gleich mal fahren, 40 Meter hoch. Und während wir da einsteigen, gucken wir uns mal ein paar Bilder an, wie es hier war beim Spiel Deutschland gegen Schweden. Da war es nämlich hier ziemlich aufregend für die Fans. Und nach der schwedischen Führung, da fing es dann auch noch richtig heftig an zu regnen. Aber wir wissen ja mittlerweile, das große Zittern, das wurde dann auch belohnt mit dem Siegtreffer für die deutsche Mannschaft. Und da haben wir dann eine riesengroße schwarz-rot-goldene Fußballparty hier erlebt. Und pünktlich sind wir wieder da. Wir fahren jetzt hoch, 40 Meter hinauf, hier auf dem Riesenrad. Okay. Alles klar. Seit 2006 gibt es ja diese Fanmeile zu jeder Welt-, zu jeder Europameisterschaft. Und wir haben jedes Mal davor hier in Berlin eine Diskussion, brauchen wir die wieder? Aber pünktlich ist sie dann da und die Fans eben auch. Tausende erwarten wir heute wieder. Ja, und das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt hier runterschauen, eine Mischung aus Straßenfest, aus Musikkonzert und eben aus Fußballstadion. Vor allem Fußballstadion. Jetzt kriegt man mal einen Eindruck hier für die Größe. Das steht nachher dann alles voll mit Menschen, wenn sie dann frei bekommen und rechtzeitig aus dem Büro können. Ja, und da ganz vorn, da ganz hinten, da stehen die richtig eingefleischten Fans. Die werden um 14 Uhr da reinrennen. Und da werden wir dann auch mal hingehen und gucken, dass wir mit denen mal sprechen, um zu schauen, wie die Prognose ist vor diesem Gruppenendspiel gegen Südkorea. Carsten, wir sind alle im Studio sehr neidisch. Du hast den perfekten Platz, schaust sowohl auf den Reichstag als auch auf die Fanmeile. Einen besseren Platz gibt es diese Woche eigentlich überhaupt nicht. Vielen Dank, Carsten. Und wir schalten gegen Ende der Sendung noch mal zu dir. Und wir bleiben beim Fußball in unserem Sportblock. Damit gleich weiter zu Annika Zimmermann in Moskau. Die, wir werden sehen, ob sie mithalten kann mit dem Karussell in Berlin. Annika, wo stehst du? Okay. Hallo, Grüße nach Berlin aus der Sonne, Mittagssonne Moskaus. Ja, hinter mir, das ist die Christ-Erlöser-Kathedrale, die da erstrahlt. Wir haben uns gedacht, sportlich wird das DFB-Team hoffentlich heute alles geben, aber wir gehen mal auf Nummer sicher und holen uns quasi Gottes Beistand im Rücken. Ja, die Kathedrale, das ist tatsächlich das größte orthodoxe Gotteshaus Russlands. Und es liegt wunderbar gelegen hier am Ufer der Moskwa, an dem Fluss hier. Und unweit davon kann man auch schon den Kreml erkennen. Außerdem, da wo wir gerade stehen, das ist der Distrikt Roter Oktober. Das war früher ein Industriegelände, heute ist das eher die Partymeile hier. Und 2 Kilometer hinter mir rechts gelegen ist auch schon das Außenministerium zu erkennen. So, und mit der Kathedrale, sprich mit göttlichem Beistand im Rücken, wollen wir jetzt aber mal auf die Fakten des Spiels heute gegen Südkorea schauen. Und da hat Nils Kaben mal alles, was wichtig ist, für uns zusammengetragen. Für die Schönheit der Hauptstadt Tatarstans dürften die Deutschen heute eher keinen Blick haben. Joachim Löw, seine Weltmeister und solche, die es erst noch werden wollen, müssen sich heute ohne den verletzten Rudi und den gesperrten Boateng darum kümmern, nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein beim Einzug ins Achtelfinale. Auf der anderen Seite denke ich, sollten wir mit unserem eigenen Spiel, mit unserem eigenen Ergebnis Klarheit schaffen in diesem Spiel, dass wir einfach auch sagen, okay, wir wissen, wie die Situation ist, wir müssen gewinnen, wenn möglich mit 2 Toren Unterschied. Alle 4 in der Gruppe können übrigens noch weiterkommen und jede Mannschaft kann auch noch rausfliegen. Selbst die Fair-Play-Wertung könnte eine Rolle spielen oder sogar das Los. Aber darauf hat hier keiner Lust, wie der Bundestrainer mit einem Anflug von Poesie versichert. Wir brauchen kein Los. Wir haben groß. Der Champions-League-Sieger hatte die deutsche Elf schon gegen Schweden am Leben gehalten. Heute hoffen sie auf weniger Drama und wollen bloß keine Geschichte schreiben. Denn nur ein so frühes Ausscheiden wäre tatsächlich historisch. Ja.
Ja, 2,5 Stunden sind es noch ungefähr, der Countdown läuft und deswegen wollen wir die aktuellen News nochmal holen von meiner Kollegin Katrin Müller-Hohenstein. 800 Kilometer entfernt nach Kasan zum Stadion. Und Katrin, wir wollen natürlich wissen, das Wetter war schlecht, soll jetzt besser sein, hoffen wir. Wie sieht es denn aus mit den deutschen Aussichten? Also es ist so, dass wir aus zuverlässiger Quelle hören, dass Leon Goretzka wohl für Thomas Müller spielen könnte. Dazu könnten Özil und Khedira zurückkehren ins deutsche Team. Der deutsche Bundestrainer muss ja auf jeden Fall auf 2 Spieler verzichten. Sebastian Rudi hat sich noch nicht wieder erholt nach seinem Nasenbeinbruch und Jerome Boateng fehlt ja gesperrt. Für ihn könnte erstmals Niklas Süle spielen. Die Mannschaft ist aktuell noch im Hotel. Das liegt in der Innenstadt von Kasan. Es hat ein erstes Anschwitzen gegeben mit Tischtennis, mit Fußball, Basketball. Ich gehe aber davon aus, dass die sich relativ bald auf den Weg machen. Die FIFA-Statuten sehen vor, dass die Teams 90 Minuten vor Anpfiff im Stadion eintreffen müssen. Also wird so in etwa einer Stunde losgehen, aus der Stadt heraus über die Wolga in Richtung Westen hier zu dieser wunderbaren Arena in Kasan. Fahrzeit circa 20 Minuten. Danke, Katrin. Nach Kasan zurück nach Moskau, danke Katrin. Und die Christ-Erlöser-Kathedrale, die strahlt weiter hinter mir. Und Erlösung fanden gestern auch die Argentinier. Irgendwie haben sie es doch noch ins Achtelfinale geschafft, ob mit Gottes Beistand ohne Ode. Jedenfalls ein 2:1 gegen Nigeria hat am Ende dann gereicht. Vor allem erlösend, um weiter im Bilde zu bleiben, war Messi und sein Tor. Es war das 100. dieses WM-Turniers und ein besonders schönes noch dazu. Und Marcel Bergmann, der fasst jetzt die Gruppe D für uns zusammen.